Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu meinem Fahrbericht von diesem DYU Bike. Das DYU Bike nennt sich C6 und es ist jetzt ein Monat bei mir und in diesem einen Monat habe ich ungefähr 200 Kilometer geschafft. Ich kann es euch nicht beweisen, weil dieses Bike hier hat keinen Bordcomputer, wo wir halt nachgucken könnten. Das DYU Bike sieht schick aus. Es ist etwas zu klein für mich jetzt gewesen. Ne? Ich bin 1,80 Meter groß. Dieses Fahrrad hat nämlich eine Rahmenhöhe, wenn ich jetzt nach dran denke, es war, ich meine 46 oder 47, ne? Sprich von hier bis dort. Das bedeutet, meine normale Größe bei 1,80 Meter wäre dann die 52er Größe von einem Rahmen. Ergo ist das Hauptgeschäft, was DYU hier haben möchte oder sollte, wäre darauf gezielt auf etwas kleinere Personen bis 1,78 Meter circa, würde ich sagen. Es gibt es in Weiß und es gibt es in Schwarz. Mir gefällt das Schwarze hier sehr gut. Es ist auch vernünftig lackiert worden. Ne? Also wir sehen jetzt keine Ausreißer. Auch der Rahmen selber ist gut bis gut plus zu bewerten. Wir haben ein paar nicht so richtig schöne Schweißnähten, aber an den wichtigen tragenden Teilen ist alles gut verschweißt. Nur die haben dann, sind da nicht hingegangen und haben die Knüttel sozusagen abgeflext großartig, sondern man sieht so ein bisschen, dass sie ein bisschen knüttelig sind. Aber trotzdem der Stabilität, der Fahrsicherheit nimmt das nichts weg. Dann haben wir an diesem Fahrrad die Möglichkeit, den Akku, der hier in der Mitte des Fahrzeuges angebaut werden kann. Dadurch ist der Schwerpunkt schön in der Mitte, das ist ganz gut. Wir können ihn entnehmen, das ist auch ganz gut. Und wir müssen jetzt nicht großartig den hinten hinausschieben, sondern wir können ihn nach oben wegziehen, das ist auch ganz gut. Das Einzige, was dann natürlich ist, wir brauchen hier dann einen kippbaren Mechanismus des Sattels. Ergo können wir hier jetzt, würde aber nicht so passen, nicht so die Highspeed-Fahrradsättel aufmachen, denn die von der Bauhöhe her würden die den Hebel darunter nämlich nicht packen. Also guckt, wenn ihr den auswechseln wollt, dass ihr dort einen Touring, einen Tracking-Gelsattel euch holt und wenn es dazu kommen sollte. Und dann könnt ihr hier auch gut mitarbeiten. So, Fakt ist, dieser Akku kann sehr gut demontiert werden, sprich einfach rausgezogen werden, extern geladen werden, was immer sehr gut ist, weil das bedeutet, ihr könnt euer Fahrrad dann im Flur unten stehen lassen und geht dann in ein Miethaus zum Beispiel, in eure Mietwohnung mit dem Akku hoch und ladet ihn dort. Die Reichweite ist wirklich ungefähr bei 40 Kilometern angesetzt. Das heißt also, wir haben jetzt nicht ein Super Range Bike, sondern eher es ist das Kurzstreckenbike, das für den Hobbyfahrer ist, das für den Pendler im Nahbereich sehr gut ist. Und natürlich urbanes Umfeld, also in Vorstädten, in der Stadt sehr gut damit, weil es ist durch seine 26 Zoll Aufbau, also wir haben 26 Zoll Größe des Rahmens und 26 Zoll Größe der Reifen, das heißt der Rollwiderstand ist durch die kleine 26 Zollung etwas geringer, ne? Also bei einem 28 Zoll hast du eine Laufruhe besser, 26 Zoll ist ein bisschen nicht so laufruhmäßig, dafür hast du aber den Vorteil, dass es kompakter ist, damit kannst du einen besseren Wendekreis nehmen, also urban ist das sehr sinnvoll, auf eine 26 Zoll Bereifung noch zu gehen. Dann haben wir vorne und hinten die Bremsanlage, es sind Scheibenbremsen. Die Scheibenbremsen in dieser Preisklasse sind natürlich keine Hydraulikbremsen, sondern es sind Seilzugbremsen. Die Seilzüge führen vorne und hinten am Lenker zusammen, werden dann dadurch abgebremst. Wenn ihr das Fahrrad neu haben solltet, nicht direkt verzweifeln. Am Anfang bremst es nämlich nicht so gut. Die Bremsen müssen sich nämlich erst einfahren. Das heißt, ihr fahrt, beschleunigt dann auf die 25 km/h, bremst ab. Dann beschleunigt wieder, bremst ab, das macht ihr ein paar Mal und dann wird die Bremsleistung sich erhöhen. Die ist absolut ausreichend bis sogar befriedigend hier in der Anwendung. Aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer hydraulischen Bremse. Fakt ist trotzdem, es reicht vollkommen aus.
Wir sind nämlich hier in einem Preisrahmen, der sozusagen für Einsteiger, für Erst-E-Bike-Fahrer gedacht ist. Deshalb ist es, finde ich, da genau richtig. Was richtig cool ist, ist dieser Korb hier vorne. Denn man hat immer irgendeinen Scheiß, wenn man im urbanen Gebiet unterwegs ist. Man kauft irgendeinen Shishi oder so und ballert das da rein. Das ist super cool. Vorbereitung hinten oder halt dafür da als Gepäckträger ist jetzt nicht mit so einem Bam Bam, nicht mit einem Schließer versehen, sondern wir können hier was drauf rappen. Ist aber auch vollkommen okay zum Transportieren. Denn die Ladung, die wir hier draufballern können, sprich uns und Ladung, sind 125 Kilogramm. Ich bin jetzt fette 110 ungefähr. Das heißt, ich kann sogar noch 10 Kilo bis 15 Kilo mitladen. Also sprich vorne und hinten draufballern und auf dem Rücken. Das Fahrrad fährt trotzdem weiter. Was wir dann natürlich haben, wir haben eine Shimano-Schaltung. Die Shimano-Schaltung ist mit Umwerfern gesetzt. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein 6-Gang Shimano-Schaltsystem mit SES-System. Das heißt, wir können hochschalten, indem wir den Knopf benutzen und den Hebel zum Runterschalten. Das heißt, wir können die einzelnen Fahrmodi, die uns hier auch natürlich noch da gewährleistet sind, können wir dort so nutzen, wie wir das wollen. Denn wir haben drei Fahrmodi. Der erste Fahrmodi ist, so wie er hier steht, auslassen, losfahren. Fahrrad, ganz normales Fahrrad ohne Unterstützung. Der zweite Fahrmodus ist, wir drücken das System an den Anschaltknopf, welcher ein Einrastknopf ist. Das heißt, es ist ein manuelles Ein- und Ausschalten nötig. Das geht nicht automatisch aus. Wir müssen es manuell einschalten und manuell wieder ausschalten. Dann können wir oder dann sind wir in dem zweiten System, was ich sprach. Wenn wir jetzt treten, sprich in die Pedale hauen, dann gibt es eine Unterstützung durch den Motor, der hinten in der Narbe verbaut ist. Und der bringt uns dann auf 25 km/h. Es kommt immer darauf an, wie viel ihr hier geschaltet habt. Am Anfang wird nämlich dann anders beschleunigt, als wenn ihr in einem hohen Gang seid. Aber ihr habt eine Unterstützung bis den 25 km/h, die sozusagen die Obergrenze natürlich auch sind für diese Fahrzeuge. Denn ansonsten müsstet ihr sie anmelden, mit einem Nummernschild versehen und Kopfzeugs tragen. Wir haben hier jetzt ein Pedelec, welches bis 25 km/h fährt. Ergo dürfen wir es ohne Führerschein bewegen im Straßenverkehr. In diesen beiden Modi. Der dritte Modi, der ist tabu in Deutschland. Denn der dritte Modi ist auf internationalem Wege, also in anderen Ländern erlaubt, wenn ihr dieses Fahrzeug dort bewegt. Und zwar der Moped-Modus, der E-Moped-Modus. Das geht mit diesem Drehfreund. Ich mache es jetzt mal aus und drehe dran. Ne, hier ist ein Gashebel. Dieser Gashebel kann zu uns gezogen werden und dann beschleunigt das Fahrzeug nämlich im dritten Modus, das ist dann der dritte Modus, nämlich bis die 25 km/h erreicht sind. Und wenn wir ihn 5 Sekunden gehalten haben, rastet das sogar ein. Also wir haben auch ein Tempomat dabei. Diese Funktion ist nur in Deutschland erlaubt, wenn ihr auf Privatwegen fahrt oder auf eurem eigenen nicht öffentlichen Wegen unterwegs seid. Wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, also in der Stadt, auf der Straße, am Fahrradweg, dann dürft ihr diesen dritten Modus nicht benutzen. Der ist nur für die internationalen Freunde hier am Start. Das heißt also, wir haben auch die Möglichkeit nachts zu fahren, indem wir das Lichtle vorne anschalten. Dazu gibt es hier einfach einen Hoch- und Runter-Knopf zum An- und Ausmachen. Und wir haben natürlich auch noch eine Hupe am Start, um uns verständlich zu machen. Hinten gibt es auch eine Beleuchtung, die machen wir manuell hinten an einem Knopf an, können auch zwei Modi durchwählen und damit sind wir dann auch von hinten gesehen. Man ist sowieso, glaube ich, recht gerne gesehen mit diesem Fahrrad, vor allen Dingen, glaube ich, Weibchen, also Mädchen, weibliche Wesen, zierliche, können hiermit, die etwas kleiner sind, können hiermit super, glaube ich, in der Stadt zack durchballern. Bei Männchen, die etwas größer gewachsen sind, sehe ich dann den Abstand auch hier zum Lenker vorne ein bisschen kritisch. Das ist nämlich zu nah beieinander. Das heißt also hier auch dann, wenn ihr Männchen, Männer, Jungs seid, auch 1,70 Meter, 1,75 Meter wird auch noch gehen. Damit kommt ihr hier gut klar. Wenn ihr aber auf die 2 Meter zugeht, dann wird es ein bisschen schwierig. Das gilt aber natürlich auch für die Mädchen und Girls da draußen. Wenn ihr eine 2-Meter-Frau seid, dann ist das C6, glaube ich, nicht so das Richtige für euch. Denn
Das ist zu kompakt. Aber ansonsten richtig geiles Ding. Ne? Vor allen Dingen für den Preis. Wir sind in einem sehr günstigen Segment. Haben wir hier ein volles E-Bike, welches wir in den ersten beiden Modi natürlich in Deutschland bewegen dürfen. Wir haben Katzenaugen dran, wir haben vorne hinten Beleuchtung, wir haben Bremse vorne hinten. Alles da, was wir brauchen, nicht wahr? Und wir haben einen coolen Korb mit am Start, der uns überall dann das Deko-Shishi mitnehmen kann. Und eine coole Klappfunktion, dass wir den Battery Point entnehmen können und extern laden können. Also in allem für Einsteiger, für Anfänger, die in die E-Mobilität wollen. Und wenn ihr nicht so groß seid, ist dieses Fahrrad hier oder auch ganz junge Menschen, finde ich sehr sinnvoll, dieses Fahrrad zu nutzen, dass sie noch nicht so groß sind, meine ich. Das nur, es geht nur um die Größe. Ne? Ne, Größe, Alter ist egal, Größe. Sind hier sehr gut aufgehoben bei dem DYUC6 Bike. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.